Hey ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen weiteren Tutorial. Ja, es ist lange her, dass man mit einem Tutorial kam, aber ich wollte euch mal zeigen, dass wir hier noch leben. Sobald der Gidi seinen neuen Computer hat, werden noch viel mehr Tutorials folgen. Also wir werden jetzt auf jeden Fall wochentlich wieder Tutorials machen und halt, wenn wir Langeweile haben oder ihr unbedingt ein Tutorial benötigt. Schreibt uns einfach eine PN oder einen Kommentar, was für eine Tutorials ihr wollt oder braucht. Ich werde nochmal ein extra Video irgendwann mal machen. Aber jetzt labern wir nicht mehr viel daher und fangen direkt mal mit dem Tutorial an. Heute geht es um WorldGuard Flex. Konkreter gesagt auf die globale Protection. Dazu gibt es ein Comment, in dem man hier slash region flag unterstrich unterstrich global unterstrich unterstrich. Dabei ist es sehr wichtig, dass alles groß geschrieben wird, weil es sonst nicht funktioniert. Dann Bild. Für Bauen eben. Und Danny. Danny ist so viel wie verboten. Aber um die, damit die vielleicht jeder bauen darf, gibt man anstatt Danny einfach Allow ein. Das heißt, jetzt kann jeder User überall abbauen. Es sei denn, es ist halt noch eine andere Protection. Jede andere Protection, sei es von Grundstücken oder von irgendwelchen Gebäuden, die geschützt sein wollen, liegen immer über der globalen Protection. Also man muss da nichts mit Priorität machen, aber mit den Prioritäten kommen wir später auch nochmal dazu. Ja, also das war jetzt ein kleines Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war hoffentlich auch hilfreich. Und ja, wenn ihr noch andere Tutorials sehen wollt oder Fragen, Probleme oder was auch immer habt, schreibt mir eine PN, schreibt mich bei Skype an. Der Name von Skype steht ja auf meinem Kanal oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr es findet. Und ja, oder schreibt doch einen Kommentar. Gibt ja viele Möglichkeiten. Nur ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.